Hallöchen zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute wieder einen Food Haul für euch und ich muss erstmal ein Schlückchen Wasser trinken, warte mal. Voll der Stress wieder im Supermarkt. Ja, ich war gerade einkaufen und ich habe gedacht, ich habe jetzt auch mal ein bisschen mehr gekauft, weil ich war jetzt ein paar Tage nicht zu Hause. Und ja, jetzt habe ich wieder so ein, naja, ein großer Einkauf ist es nicht, aber für meine Verhältnisse ist es relativ viel. Und ich wollte euch das jetzt einfach heute mal zeigen, weil viele mir immer schreiben so, ach und Bio und bla und es ist alles so teuer und gesund essen ist so teuer. Das ist es nur bedingt. Ich war jetzt beim Aldi und beim Rewe und habe eben auch bei Rewe auch diese Hausmarke, diese Bio-Hausmarke gekauft. Und ja, wollte ich jetzt einfach mal zeigen, dass man auch gesund oder Bio oder eben einfach, ja, Sachen, die eben einfach gut für uns sind, doch durchaus kaufen kann, ohne dass man jetzt explizit ins Reformhaus geht und da irgendwie jede Woche 300 Euro ausgibt. Also das ist natürlich ja schön, wenn man das kann und das ist bestimmt auch alles gut, aber die wenigsten Leute haben jetzt nicht so viel Kohle irgendwie dafür übrig. Aber ich finde tendenziell schon, dass wir zu wenig Geld für Essen ausgeben, gerade für gutes Essen und für Qualität. Also ich finde, da sollte man schon so ein bisschen umdenken. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so, ne, jeder gibt das aus, was er kann. Also da muss man natürlich auch realistisch bleiben. Ja, und ich habe gedacht, vielleicht interessiert euch das. Ne? Ihr mögt ja immer ganz gerne Food Hauls. Ihr seht, ich habe hier schon meine Beutel wieder und ich hole das jetzt einfach alles mal vor. Und mache das, glaube ich, wieder einfach so random aus der Packung raus und zeige euch einfach, was ich alles mit dabei habe. Also wie gesagt, ich war beim Aldi und da habe ich diese Tomaten mitgenommen und das sind auch solche, das ist auch so ein Fairtrade-Bio-Zeugs irgendwie und das sind die einzigen Tomaten hier in Deutschland, die ich kenne, die irgendwie gut schmecken. Also ihr wisst, ich bin ja oft in Malta auch. Das ist schon ein großer Unterschied. Das ist schon so ein Downer, wenn du dann mal wieder hier so eine Holland-Tomate isst. Und die sind aber wirklich, die kommen aus Italien und die schmecken wirklich richtig, richtig gut. Also falls ihr die findet, Aldi Süd haben wir übrigens hier, weil da viele immer fragen. Dann habe ich mitgenommen hier der gute bayerische Spargel. Wenn man nämlich heute Spargel, da freue ich mich schon mega drauf. Ach, so rum. Könnt ihr es auch sehen. Zwei Packungen, genau. Spargelzeit, finde ich, sollte man immer ausnutzen. Und das ist natürlich auch schon mal der erste Tipp. Saisonale Sachen kaufen, ne? Weil wenn irgendwas gerade Saison hat, dann ist es natürlich wahnsinnig billig. Also gerade Spargel und Bärlauch und solche Sachen, das kriegst du ja wirklich gerade, also naja, nicht nachgeschmissen. Spargel ist trotzdem immer noch teuer, ich weiß. Aber es ist günstiger, den Spargel jetzt zu kaufen in der Saison als im Winter. Also nur das als kleiner Tipp. Dann habe ich hier diese Gurken und bei uns beim Aldi haben die auch viele so regionale Sachen. Ich weiß nicht, ob das generell beim Aldi oder beim Aldi Süd so ist, aber sowohl beim Rewe als auch beim Aldi finde ich, ist es ganz cool, dass die echt auch hier, und das steht das dann auch noch immer drauf, hier, wo das dann herkommt. Also tatsächlich bei uns bei Rewe gibt es echt Sachen, die kommen hier aus dem Nachbardorf. Also echt sehr, sehr regional und sehr nah um die Ecke. Das finde ich natürlich auch mal gut. Ja, und das sind einfach hier so Gürkchen, die machen wir immer gerne in den Salat rein. Und dann habe ich mir noch mitgenommen, ja, gut, Avocado versteht sich von selbst. Mein Grundnahrungsmittel habe ich gleich mal zwei genommen. Und dann habe ich mir mitgenommen Passion Fruit. Die sind nicht ganz billig, ne? Die kosten einen irgendwie fast 1 Euro oder so, aber ich finde die so lecker und die sind wenigstens auch richtig groß. Also manchmal sind das ja so kleine Babydinger und ich esse die einfach total gerne. Das ist so mein Nachtisch quasi auch total oft nach dem Abendessen. Ja, apropos Nachtisch, das habe ich euch schon mal erzählt, ne? Dass mein Freund, der isst total gerne hier so Grießpudding und Milchreis und will den unbedingt immer haben und will den jeden Tag zum Nachtisch essen. So, das wäre ich für eine Freundin, wenn ich ihm das vorenthalten würde. Dann die nächste Tasche. Jetzt habe ich mitgenommen, da bin ich super gespannt drauf. Ich schleiche das schon seit 2-3 Wochen drum rum und denke mir immer so, ah nee, es ist noch nicht, es ist noch nicht. Wassermelone, Leute, Wassermelone. Kommt natürlich nicht hier aus der Region, ne? Wassermelone aus Erding. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich habe so Bock auf Wassermelone. Ich liebe das. Es ist den ganzen Sommer rauf und runter und jetzt hatten sie hier diese kleinen da. Wo ich mir dachte, ja, da könnte... Es klingt so, als könnte es was sein, aber Wassermelone, das ist immer so Hit or Miss, ne? Da weißt du nicht, kann auch scheiße sein. Ich werde euch berichten, wie die tatsächlich dann letztendlich war. Oh ja, und dann habe ich meine Kresse. Geil, oder? Wie ich die zerdrückt habe. Ich esse immer total gern hier diese Kresse da aufs Brot und weiß aber nie, wie ich die transportieren soll, weil ich mache ja immer alles zu Fuß. Ich fahre ja nicht mit dem Auto, ich trage ja aber den ganzen Scheiß so heim. Ja, und deshalb, so sieht halt die Kresse dann auch aus, ein bisschen zerquetscht leider. Dann habe ich hier diesen Salat mitgenommen, das ist dieser lila, den esse ich total gern. Das ist irgendwie mein liebster Salat und Heidelbeeren von Aldi, das sind hier diese Naturlieblinge. Das
haben sie, glaube ich, von Penny geklaut. Penny hat das schon länger. Und Lauchzwiebeln. Leute, Lauchzwiebeln ist auch bei mir. Also Avocado, Lauchzwiebel und irgendeine Art von Salat, ein bisschen Tomate, habe ich eigentlich immer daheim. Das hat mich neulich jemand gefragt bei Instagram, so Sachen, die ich immer zu Hause habe. Da kann man irgendwie ziemlich viel draus machen. Also kann ich schon mal Burrito Bowl kann ich draus machen, kann ich Kichererbsen Curry draus machen und damit ist ja eigentlich meine Palette an Nahrung schon abgedeckt. Also so schlimm ist es nicht, aber mein Lieblingsgericht auf jeden Fall schon mal abgedeckt. Dann habe ich hier die Zitronen mitgenommen, die kaufe ich eigentlich auch immer. Das ist hier so, so ein Dreierpack, aber die kriegen wir mal ganz gut weg, weil wir die immer in den Salat reinmachen und auch total gerne so ausgedrückt im Wasser einfach trinken. Dann habe ich eine Paprika mitgenommen. Das finde ich auch mega gut, dass es mittlerweile bei den Discountern auch die Sachen einzeln gibt, weil das ist natürlich schon immer so ein bisschen das Problem. Wenn du jetzt für dich alleine kochst oder so, brauchst du jetzt irgendwie nicht 3 Kilo Paprika. Deshalb, ich kaufe dann tatsächlich immer, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist, aber dann ist mir wichtiger, dass ich halt einfach nichts wegschmeiße. Wenn ich weiß, ich brauche nur eine Paprika, kaufe ich halt einfach nur eine. Also, das finde ich immer ganz gut. Und dann haben wir hier noch was. Ich glaube, das war es auch schon. Ich habe übrigens noch Lachs gekauft. Den habe ich aber jetzt schon in den Froster getan. Den wollte ich jetzt nicht so lange hier draußen rumgammeln lassen. Aber das wird auch noch zum Foodhaul mit dazugehören. Und dann, das habe ich euch auch schon mal gezeigt, kaufte ich immer den Kaffee hier. Ich habe auch lang bei Aldi diese Kaffeepads gekauft und die sind auch nicht schlecht, aber wenn du mal so den Bio-Kaffee gekauft hast, ich finde, der schmeckt auch einfach irgendwie ein bisschen besser. Und der ist gar nicht so teuer. Also das finde ich echt auch ganz cool, diese Eigenmarke davon, Rewe. Diese Rewe Bio-Eigenmarke finde ich irgendwie auch ganz cool. Und Fairtrade bei Kaffee auch immer so, ne, bei Schokolade und bei Kaffee. Naja. Immer so eine Sache, aber jetzt aus rein egoistischen Gründen ist es tatsächlich auch so, mir schmeckt der einfach auch besser. Deshalb kaufe ich den immer und da sind 30 Pads drin, also das reicht ja ewig, das reicht uns ja 2 Wochen hier. Ja, dann habe ich meinen Bio-Kefir, den habe ich irgendwie von einer Weile mal entdeckt und den trinke ich total gerne. Ich mag eh gern Kefir, aber die meisten sind mir so ein bisschen zu sauer und der hier, der ist total mild und echt lecker. Das ist von diesem Andexer Natur. Ich weiß nicht, ist das so ein bayerisches Ding oder gibt es das auch in komplett Deutschland? Ist das so eine, so wie Weinstefan, gibt es ja auch, glaube ich, überall, ne? Schreibt mir das mal, weil das weiß ich immer nicht. Bei den Foodhauls, ich zeige euch dann immer Sachen und dann schreibt ihr mir riesig, keine Ahnung, ich habe hier Aldi Nord oder irgendwie ganz anderen Supermarkt. Das gibt es bei uns gar nicht. Das ist natürlich immer so ein bisschen regional auch verschieden. Und dann habe ich mitgenommen, ja, ganz einfache Haferflocken. Ich wollte erst bei Aldi dieses Basismüsli, nennt sich das. Das habe ich früher total gern gegessen. Da sind noch so andere Sachen mit drin. Und dann habe ich hinten drauf gelesen und dachte mir so, Alter, was ist denn da alles drin? Also ich habe halt gedacht, da sind halt so einfach nur Haferflocken und Körner und so drin. Zucker, extra Stabilisatoren, bla bla blub, wo ich mir denke, ja, aber es ist doch nur ein Müsli. Also das finde ich irgendwie total seltsam und irgendwie so total schwachsinnig. Deshalb bin ich dann extra nochmal zu Rewe. Ich musste eh noch hin wegen den anderen Sachen und habe mir dann das mitgenommen. Und das ist auch nicht wirklich viel teurer als beim Aldi. Also, ne? Aber es ist halt irgendwie, normale Haferflocken haben die auch, aber bei diesem Müsli, das fand ich total seltsam. Ja. Und hier ist halt Zutaten Haferflocken. Weil ist auch Haferflocken. Also da würde ich euch echt immer raten, das ist eigentlich der beste und der einfachste Trick, egal bei was ihr kauft. Lest hinten drauf die Zutatenliste. Je kürzer sie ist, desto besser. Und ich meine, natürlich kann man sich auch mal sowas wie so ein Grießpudding, das versteht sie von selbst, dass das ein verarbeitetes Lebensmittel ist, aber das ist ja jedem klar. Also wenn ich so ein Grießpudding hier kaufe, oder eine Tüte Gummibärchen oder so, da geht ja keiner davon aus, dass das gesund ist, weißt du? Deshalb, das finde ich, ist dann auch nicht schlimm, wenn dann da irgendwie hinten drauf die ganze Liste ist, weil das erwarte ich. Und ich meine, keiner von uns lebt so clean, dass er sowas niemals isst, ist unrealistisch. Aber so Sachen, die mir so suggerieren wollen, dass sie so super gesund sind und dann letztendlich hinten so viel Kram drin haben, was einfach auch nicht notwendig ist. Ne? Ich meine, warum ist das da drin? Das verstehe ich nicht und das finde ich immer blöd, deshalb. Nur so viel dazu. Dann Brot ist nämlich auch so eine Sache, da ist ja auch manchmal echt Zeug drin, da fragst du dich auch, was macht das im Brot? Ich kaufe immer gerne hier von der Hofpfisterei das Brot. Ich werde total aufgehört euch gefragt, wie dieses Brot heißt, was ich genau kaufe. Also ich kaufe nicht nur eine Sorte, das ist einfach hier von der Hofpfisterei. Jetzt heute habe ich das Öko-Sonnenblumen-Vollkornbrot. Ich nehme auch manchmal das Sauerteigbrot. Also ich finde die eigentlich alle gut. Ich glaube, Hofpfisterei ist so ein Münchner Ding. Das ist so eine Öko-Bäckerei, die halt ohne diese ganzen Zusatzstoffe backen. Und auch alles irgendwie fair handeln, also mit den Bauern und so. Das ist ganz cool.
Gibt es, glaube ich, außerhalb von Bayern nicht, soweit ich weiß. Aber gut, dann habt ihr da wahrscheinlich irgendwas Vergleichbares, denke ich mal. Ja, und hier ist natürlich Sauerteig mit drin, das esse ich total gerne. Und was ist denn da noch drin? Roggen, Vollkornschrot, Vollkornmehl, Weizen, Vollkornmehl, Wasser, Ökosonnen, Blumenkerne, Meersalz. Und das war's. Also auch so kann man Brot backen. Nur mal so als kleiner Hinweis für die anderen Firmen. Weiß nicht, warum ist da so viel Mist drin? Ich verstehe es nicht. Dann habe ich hier diese ganz normale Biomilch. Das habe ich euch neulich schon erzählt. Der Markus, der mag keine Sojamilch und so. Und der will immer normale Milch in seinen Kaffee. Deshalb kaufe ich immer die. Und für mich kaufe ich immer die gleiche. Hier die Sojamilch von Rewe Bio. Die finde ich irgendwie am besten. Ich weiß nicht, die schmeckt mir am besten. Das ist auch mal so phasenweise. Mal mag man die lieber und mal eine andere. Und ja, hier ist halt einfach nicht viel mehr drin als Sojabohne und Rohrzucker. Also ein bisschen gesüßt ist die, aber die hat halt einfach auch eine kurze Zutatenliste. Deshalb finde ich die halt einfach ganz gut. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt alles, was ich geholt habe für die nächsten Tage. Und ich dachte mir vorhin gerade so, ich fahre eigentlich in den Supermarkt rein, dann fahre ich zur Obst- und Gemüseabteilung, gras da alles ab und dann noch so ein bisschen da, wo so trockene Sachen drin, dann hier so Haferflocken und sowas vielleicht irgendwie noch und ein bisschen Brot und das war's. Und diese ganzen anderen Abteilungen im Supermarkt, da fahre ich eigentlich so komplett daran vorbei. Also die sind für mich jetzt gar nicht so wahnsinnig wichtig. So ein bisschen war es ab und zu aus der Kühlung noch, aber letztendlich ist es, was für mich funktioniert, ich meine, ihr müsst ja selber wissen, ich will hier keinem vorschreiben, was er kaufen soll, was er essen soll. Für mich funktioniert es einfach irgendwie der größte Teil, unverarbeitet Obst, Gemüse. Hat auch noch den anderen Vorteil, dass du natürlich sowas, das hast du im Kühlschrank und das kannst du mal lecker, schmecker, schnell wegessen. Wenn ich jetzt hier Lauchzwiebeln habe und Paprika und Salat und sonst irgendwas, da muss ich ja erstmal was draus kochen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so essen. Also ist es auch so, wenn du so Angst hast, dass du so oft in die Snackfalle trittst, ist es auch eine ganz gute Sache, einfach, ja, so unverarbeitete Sachen einfach zu kaufen. Ne? Also das wäre mein kleiner Tipp an der Stelle. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das Video Spaß gemacht hat und ich werde auf jeden Fall auch ein Food Diary drehen. Dann seht ihr wieder, was ich da aus den ganzen Sachen gekocht und gegessen habe. Und ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, Däumchen hoch und Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen, macht's gut.